Ab heute ist PUBG free to play. Und ich bin sehr großer Fan von diesem Spiel. Ich habe ungefähr 4000 Stunden in dem Spiel. Und dann habe ich mir gedacht, hey, falls ein paar neue dazukommen, kann ich euch ein paar Tipps geben, wie ihr PUBG am besten, am schnellsten lernt. Aber nicht nur für die Anfänger habe ich hier ein paar Tipps. Ich schätze, jeder kann hier ein paar Tipps abgreifen, also bleibt dran und schaut. Bevor wir aber nun das Spiel starten, kümmern wir uns erstmal um die Mausoption. Und zwar gehen wir hierfür runter auf Mauseinstellungen und dort auf weitere Mausoptionen. An diesem Fenster gehen wir nun auf die Zeigeroption. Machen den Cursor ganz nach links und drücken 6-mal nach rechts. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dies übernehmen wir. An diesem Punkt nimmt Windows am ehesten eine 1:1 Bewegung der Maus wahr. Nun ist die Maus für Windows am präzisesten eingestellt. Wenn das für dich zu schnell ist, dann gewöhn dich dran. Das dauert nicht lang. 2 bis 3 Tage, dann hast du es. In Game kannst du die Maus ja nochmal langsamer machen, falls sie dann in Game zu schnell für dich wurde. Andere Einstellungen führen dazu, dass Windows die Mausbewegung eher interpretiert. Was das Thema Aiming angeht, habe ich ein perfektes Video gefunden. Ich dachte, ich gebe hier auch nochmal ein paar Tipps, aber ich kann dem nichts hinzufügen. Das ist ein perfektes Video. In der Videobeschreibung verlinkt. Schaut es euch an, das ist wirklich wichtig. Da sind ein paar Tipps dabei, die sind krank. Fangen wir mal ganz am Anfang an. In der Lobby von PUBG hast du 1 Minute Zeit und die kannst du perfekt nutzen. Und zwar, wenn du deine Mauseinstellung richtig eingestellt hast, dann teste sie jedes Mal in der Lobby. Du hast ein kleines Fadenkreuz. Geh von Kopf zu Kopf. Versuch nach und nach verschiedene Personen mit dem Fadenkreuz zu erwischen. Gut ist es, wenn du regelmäßig 4 bis 5 Köpfe triffst. Aber wirklich drauf sein. Belüg dich nicht selbst. Das macht dein Aim nicht besser. Du musst das wirklich in das Unterbewusstsein drücken, damit du in-game dich auf andere Dinge konzentrieren kannst. Wenn du in-game von Baum zu Baum oder von Stein zu Stein läufst, hab dein Fadenkreuz bzw. die Mitte des Bildschirmes immer dort, wo du Feinde vermutest und hab's am besten auf Kopfhöhe. Und wenn du sicher bist, hinter dem Objekt, wo du gerade hinzuläufst, steht einer, dann tapsel nach vorne, immer mal wieder Shift drücken, nicht durchgehend rennen. Falls sich der Feind dann zeigt, bist du im Laufen schneller im Visier, als wenn du rennst. Deswegen immer schön auf Objekte zutapseln und nicht durchgehend rennen. Falls du ruhige Momente hast in PUBG, nutze diese. Du kannst rumlaufen und weit entfernte Objekte sehen und dann immer mal wieder hinscopen, mit dem Scope reingehen, um dann wirklich dein Aim zu testen und du solltest dann wirklich drauf sein. So kannst du obendrein noch deine Beobachtungsfähigkeit verbessern und dir fallen Kleinigkeiten echt schneller auf. Wenn du am Landen bist und eine Person neben dir landet, vor dir nur eine Pistole liegt, aber diese Person hat eine AKM zum Beispiel, also eine AR, dann nimm diese Pistole auf und lad sofort nach. Du wirst sehen, du bist schneller als dein Gegner, weil die Pistole braucht 1,8 Sekunden zum Nachladen und die AR 3 bis 4 Sekunden. So hast du deutlich mehr Zeit, ihn über den Haufen zu schießen, bevor er was machen kann. Dann im späteren Verlauf, falls du eine Shotty findest, nimm diese für den Häuserkampf. Ist vollkommen okay. Die sind gerade nur allerdings so stark, dass man mit denen teilweise auch snipen kann, also. Ich hasse Shotties, ich nehme sie nicht, aber sie sind super stark. Also eigentlich zu empfehlen. Nehmt sie aber bitte nicht, ich hasse Leute mit Shotty. Für Aim-Schwächere oder Anfänger in PUBG würde ich die SMGs empfehlen. Gerade weil sie nicht so viel Rückstoß haben und man sie sehr gut kontrollieren kann. So kann man sehr gut üben. Ich zum Beispiel habe mit einer PB Bison trainiert, mit einem 6-fach-Scope zu sprayen. Also fangt damit an, falls ihr noch nicht mit dem Spiel vertraut seid. Wenn ihr schon ein bisschen den Spray-Control habt, dann würde ich natürlich zu den ARs empfehlen. Also die Sturmgewehrwaffen wie die M4 oder die AKM oder die Barrel. In Sachen Schaden kann man denen halt nichts vormachen. Ja, man sollte halt auch guten Control haben. Die DMRs sind gut, weil man kann echt oft hintereinander mit denen schießen. Und sie machen einen Haufen Damage. Daher nutzen die meisten E-Sportler auch DMRs wie die Mini. Die Mini ist sehr beliebt momentan. Gerade weil sie sich sehr gut kontrollieren lässt und man kann sehr schnell mit denen schießen. Ich bevorzuge allerdings die SRs, also die richtigen Sniper Rifles, die Einschusswaffen. Bestenfalls brauchst du dort nämlich nur einen Kopfschuss und der Gegner ist halt sofort down. Es gibt noch eine besondere Waffe, und zwar den Crossbow. Der macht auf Kopf alles kaputt, auch wenn du einen Dreierhelm trägst. Auf dem Dreierhelm bist du eigentlich nur mit einer Links, mit einer AWM, tot. Ansonsten überlebst du eigentlich alles. Außer es kommt halt jemand mit einem Crossbow. Dann bist du auch weg. Die VSS ist auch noch so eine besondere Waffe für sich. Ist eigentlich eine Sniper, aber sie ist nicht zum Snipen gedacht. Sie ist super leise, suppressed und man kann schnell mit ihr schießen. Sie hat zwar ein Vierfach drauf, aber die VSS ist keine Fernkampfwaffe. Man kann gut mit ihr spielen. Wenn dann auf mittlerer Distanz bis zu 200-300 Meter, aber höher würde ich mit der VSS nicht gehen. Die Kugeln sind eher langsam,
Der Bullet Drop ist heftig und macht halt so gut wie gar keinen Schaden. Aber es macht Spaß, damit andere Leute zu nerven. Dann gibt's noch die besonderen Waffen, die gefühlt 200-300 Schuss im Magazin haben, die M249 und die DP. Die würde ich allerdings nicht empfehlen, außer du bist am Brückencampen und irgendwelche Autos, die vorbeifahren, musst du schnellstmöglich zum Platz zum Explodieren bringen. Dafür sind sie gut, aber im Nahkampf oder sonst irgendwie finde ich persönlich die nicht gut, weil sie einen Rückstoß haben, der nicht zu handeln ist. Außer du legst dich immer hin beim Kämpfen. Dann sind sie gut zu kontrollieren, aber das würde ich auch ebenfalls nicht empfehlen. Beweg dich am besten, dass du nicht getroffen wirst. In-game solltest du immer eine AR haben und als Zweitwaffe eine DMR oder SR. Die AR solltest du beim Rennen immer in der Hand haben, da du wertvolle Sekunden verschwendest, wenn du sie erst ziehen musst, wenn du einen Feind siehst. In der Lobby, bevor du landest, ist es wichtig, die Fluglinie zu markieren, damit du grob weißt, wo die meisten Leute sein könnten. Mit dem Fallschirm 1 Kilometer vor dem Ziel aussteigen. Wenn der Fallschirm aufgeht, bist du bestenfalls auf der Geschwindigkeit 234 km/h und solltest 130 Meter vor dem gewünschten Ziel den Fallschirm öffnen können. Für die Einschätzung der Entfernung, ein großer grauer Kasten 1 Kilometer und ein kleiner grauer Kasten sind 100 Meter. Die Diagonale eines kleinen Kastens sind 141,4213562373090954880168. Beim Looten von mehreren Gegenständen solltest du das Tab-Menü öffnen. Liegt dein Gegenstand alleine rum, kannst du allerdings nur drüber laufen und kurz F drücken. Bei mehreren Gegenständen F zu drücken, das dauert immens viel Zeit, bis dann alle drin sind. Also Loot meistens mit Tab. Die meisten Waffen streuen nach den ersten 6 Schuss mehr. Und beim Sprayen Atem anhalten und in die Knie gehen. Ganz wichtig, in die Knie gehen, du hast viel mehr Kontrolle über deine Waffe. Wenn du wissen willst, wie weit die Kugel fliegt, wenn du eine Einschuss-Sniper hast, dann bleib auf der Schusstaste, nachdem du geschossen hast. Du wirst erst aus dem Visier rausgezogen, wenn du die Schusstaste loslässt. Dann lädt dein Charakter automatisch nach. Und wenn du irgendwo hin snipest und hinter einem Baum stehst, geh nicht mit dem ganzen Körper raus und schieß dann. Benutz die Taste Q und E oder wo du sie auch immer hingesetzt hast und lehn dich zur Seite. So hat der Gegner deutlich weniger Chance, deinen ganzen Körper oder dich zu treffen, weil das dann nur ein kleiner Punkt ist, auf den er schießt. Und nie hardscopen, wenn du ein TPP spielst. In FPP solltest du, nachdem er dich gesehen hat, auf eine andere Stelle pieken. Aber nie hardscopen. Und wenn wir gerade schon dabei sind, nicht immer an der gleichen Stelle pieken. Nie an der gleichen Stelle zweimal. Bestenfalls kann er nämlich dort warten und wartet, bis du wieder rauskommst und dann schießt er dich über den Haufen. Dein Gegner merkt dir, wo dein Kopf zuletzt war. Aber wenn du verschiedene Stellen rausguckst, dann verwirrst du ihn damit so. Hab den Killfeed im Blick. Der Killfeed ist sehr, sehr wichtig, um dir Informationen zu geben. Wenn du einen mit einer K hörst und einen mit einer M24, die sich gegenseitig bekämpfen, da kommt gerade der letzte K-Schuss durch und du siehst im Killfeed, da wurde jemand genockt, dann ist es mit hoher Wahrscheinlichkeit der Typ gewesen, den du gehört hast. Also hast du eine Information, der rechte Dude ist genockt und der linke ist noch mit seinem Team ganz da und ja, die Informationen sind sehr, sehr wichtig, gerade dich mit deinem Team abzusprechen, was du jetzt machst. Gehst du erstmal das verletzte Team jagen oder gehst du zu den gesunden? Oder kämpfst du bestenfalls gegen beide? Und dein Kleidungsstil sollte eher so dunkler gekleidet sein. Außer bei Vikendi ist das vielleicht nicht so gut. Nicht unbedingt ganz schwarz, aber so gräulich sieht man wirklich am wenigsten. Auf allen Maps eigentlich. Und wenn du in ein Auto einsteigst, dann solltest du, bevor du ins Auto eingestiegen bist, deine Waffe erst in der Hand halten. Sonst, wenn du wieder aussteigst, hast du keine Waffe in der Hand. Heißt, wenn du neben irgendeinem Feind parkst und aussteigst, dann musst du erst deine Waffe ziehen. Und die Zeit lässt dir dein Feind für gewöhnlich nicht. Wenn ihr eine Granate scharf macht, um zum Beispiel jemanden aus einem Haus zu naden, am besten vor dem Haus ein paar Schritte zurückgehen und dann die Granate scharf machen. Weil dieses Klicken, das hört der Feind. Und wenn er hört, dass die Granate scharf gemacht wird, dann wird er sich irgendwie eine Deckung suchen wollen oder hinten am Haus rausspringen. Hört er das Klicken nicht, wirfst du einfach die Granate rein und er hört sie bestenfalls erst, wenn sie explodiert. Und wie lange braucht es bis sie zur Zündung, von der Zündung bis zur Explosion? 5 Sekunden. So kannst du dir das im Kopf immer runterzählen. Am besten ist es, wenn die Granate auf dem Boden aufkommt, um den gleichen Zeitpunkt explodiert. So ist es auch, wenn man die Granate ganz hoch in die Luft wirft oder ein kleines bisschen nach vorne. Sobald die Granate aufkommt,
klickt sie einmal kurz auf den Boden und explodiert. So habe ich auch schon ein paar Leute aus einer Deckung geworfen, weil sie genau dann explodiert, wenn sie aufkommt. Und wenn du mit einer Granate abgeschmissen wirst, eine Granate liegt direkt neben dir. Leg dich sofort hin. Je nachdem, was für eine Rüstung du hast, rettet dir das deinen Arsch. Mit einer Zweierrüstung macht das echt noch enorm wenig Schaden, was ich nicht gedacht hätte. Das ist krank. Allerdings bist du ohne Rüstung sofort tot. Wenn du gerade ohne Deckung bist und zu einer Deckung rennst, aber von der Sniper abgeschossen wirst, dann versuch hektische Bewegungen, dich ducken oder immer mal wieder kurze 90-Grad-Winkel ziehen. Und dann immer wieder hin und her hektisch. Mit einer Einschuss-Sniper ist es quasi fast unmöglich, dich so zu treffen. Und so hast du genug Zeit, um in die Deckung zu kommen. Pfannen sind verdammt wichtig. Die retten dir den Arsch, wortwörtlich. Na, da geht wirklich kein Schuss durch. Map-Kenntnisse sind ebenfalls sehr wichtig. Gerade wenn man im Auto unterwegs ist und jemand verfolgt dich und schießt aus dem Auto raus, das passiert ziemlich häufig, dann wäre es am besten, wenn du schon weißt, wo du hin kannst. Wenn du die Map kennst, wo kannst du jetzt am besten hin, wo ist der beste Stein oder kannst du irgendwo stehen bleiben oder in ein Haus reingehen? Map-Kenntnisse verdammt wichtig. So ist auch das Movement wichtig. Als Solo oder auch mit deinen Mates. So solltest du immer, wenn du mit einem anderen Team am Fighten bist und zwei Leute halten die auf Trab und die anderen zwei versuchen die zum Laufen. Bestenfalls einer rechts und einer links. Hab die Überraschung auf deiner Seite. Wenn du die in den Rücken sprayst, die können sich nicht mal schnell umdrehen und dich wegmachen, wenn du richtig zielst. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Gutes Movement ist Gold wert. Aber sprech das auch mit deinen Homies ab, sonst stehen die im Dunkeln und sie wissen nicht, was du tust. Das ist sehr wichtig. Wenn du und ein Kollege gerade dran seid, jemanden in einem Gebäude zu pushen, der sich irgendwo in einem Zimmer versteckt hat, dann macht das so, dass einer reinrennt, am besten reinspringt und nicht an der Tür stehen bleibt. So ist die Aufmerksamkeit des Feindes erstmal auf dich. Wahrscheinlich wirst du genockt oder auch nicht, je nachdem. Aber der andere sollte direkt hinterher rennen und den Typen abschießen. Weil gegen zwei kann er sich nicht auf einmal beweisen. Und bei fightenden Leuten kannst du auch den Killfeed beachten. Gerade bei Leuten, die fighten, ist der Killfeed ziemlich wichtig. Du siehst, wer genockt wurde und kannst bestenfalls genau dahin rennen und abstauben. Was du dabei haben solltest, die beste Ausrüstung. 2 bis 3 Smokes bis zu 4 Energies, 2 bis 3 Schmerzmittel, eher 2. Und ab 20 Leute oder so sollte man eigentlich immer vollgeboostet sein. Generell ist es gut, immer vollgeboostet zu sein. Ein Energy bringt 40% und ein Schmerzmittel 60%. Energies solltet ihr bevorzugen, da Energies deutlich weniger wiegen als die Schmerzmittel. Ansonsten noch 4 Medkits, 5 Verbände, 200 Munition, wenn man 2 Waffen hat, die die gleiche Munition haben. 150 sind auch in Ordnung, je nachdem wie gut du halt im Aimen bist. Wenn du erstmal 50 Schuss daneben sprayst, bevor dann die nächsten 10 treffen, nimm lieber ein bisschen mehr mit. Und wenn du eine Adrenalinspritze oder eine Sanitasche hast, gleich das aus, indem du ein paar Schmerzmittel rauswirfst oder Medkits. Eine Adrenalintasche kann dir schon mal den Arsch retten. Eine Sanitasche. Ansonsten 2 bis 3 Splittergranaten, 2 bis 3 Mollys und manchmal nehme ich auch ein paar Blends mit, aber nicht mehr als 2. Manchmal sind die echt hilfreich. Mittig in der Zone sein ist am sichersten. Am Rande der Zone halten sich die Leute auf, die Kills machen wollen. Und wenn man dann die ganze Zeit am Rande der Zone chillt und dann mit einem Team oder mit einem Dude zu lange fightet, dann kann es sein, dass die Zone dich reindrängt und du kommst mit wenig Leben in die Zone rein und hast dann auch kein Loot mehr und so. Deswegen immer in der Zone aufhalten, das ist der sicherste Weg. Immer davon ausgehen, dass der Loot der anderen besser ist. Oder dass sie die passende Antwort haben zu deinem fehlenden Loot. Beim Looten, beim Heilen, egal wo, immer in Bewegung bleiben, auch wenn du hinter einem Baum stehst und dich gerade Feinde beobachtest, immer in Bewegung bleiben. Am besten noch in die Hocke und hoch C drücken, hoch, runter, damit du nie Opfer eines Kopfschusses wirst. Wenn jemand einen Einschuss-Sniper hat und der dich einmal trifft, bist du weg. Du hast keine zweite Chance. Während dem Schießen am besten auch deinen Kopf nach links und rechts neigen. So verhinderst du auch einen guten Kopfschuss, den du bekommst. Helme. Der Level 1 Helm verringert den Schaden um 30%. Der Level 2 Helm verringert den Schaden um 40%. Der Level 3 Helm verringert den Schaden um 55%. Den findet man allerdings nur im Airdrop. Außer auf Vikendi, da ist er auf der Overworld zu finden. Der Level 1 Helm geht meistens schon nach dem ersten Schuss kaputt. Auch bei einer AR. Also immer den 2er Helm bevorzugen. Egal wie kaputt der auch ist. Bei den Westen ist es so, alles über 50% Haltbarkeit wird nicht gedowngradet. Wenn eine Level 3 Weste nur noch 25% Leben hat, dann ist sogar eine Level 1er Weste besser. Und wenn möglich, immer Full Life sein. Am besten nicht mal außerhalb der Zone sein oder so. Immer Full Life sein. Informationen sind die Schlüssel zum Sieg. Du musst vor deinem Feind wissen, wo er sich befindet.
Hab den Überraschungseffekt an deiner Seite. Hör auf deine Umgebung, fahrende Autos, Schüsse, Steps oder ein Kriechen. Ganz selten bekommt man auch die Position eines Gegners mit durch den Ingame-Chat mit seinem Mate. Das sind immer witzige Momente. Hab deine Umgebung im Auge. Kaputte Fenster, Fußspuren im Schnee, bei Candy. Kaputte Türen oder offene Türen. Kaputte Türen können auch von der Red Zone kommen. Also wenn sie komplett hinüber sind. Camper mag niemand. Gegen einen guten Camper verliert man immer. Geht auf die Jagd. Seid nicht langweilig. Kommunikation ist alles. Klar und deutliche Ansagen, wo der Feind sich befindet. Nutze die Kompassnadel am oberen Bildschirm oder nutze den Ping, den sie ins Spiel eingeführt haben. Und hier nochmal ein Bild der Schadensverteilung der Waffen. Und was die Attachments angeht, zwar reißt die Barrel insane nach oben, wenn man nichts drauf hat. Ist ja klar, das ist die Waffe, die am heftigsten zu kontrollieren ist. Der Daumengriff ist eher geeignet für SMGs. Meine Lieblingskombination ist der rote Griff mit dem Kompensator. Und der lange schwarze ist auch nicht zu verachten. Mit dem snipet man auch gerne. Der abgewinkelte Griff ist auch nicht so unbedingt meins, aber lässt sich relativ gut kontrollieren. Ihr wollt es nicht wahrhaben, aber der leichte Griff ist tatsächlich für mich am besten auf der Barrel. Ich habe mit dem nie gespielt, ich habe immer mit dem halben Griff gespielt. Aber ich werde jetzt ab nun an den leichten Griff wählen. Der leichte Griff ist eigentlich für die Sniper gedacht. Allerdings bin ich nicht der größte Freund von der Schnellschuss-Sniper und dem leichten Griff. Da musste ich schon sagen, der rote Griff gefiel mir dann doch schon viel besser. Vor allem der rote Griff mit der Kombination mit dem Wangenpolster war fantastisch. Und natürlich auch dort mit der Schnellschuss-Sniper. Am besten den Kompensator drauf. Am besten den Kompensator drauf. Das ist das Beste, was ihr machen könnt. Hört auf, Charlies zu verwenden. Hört einfach auf damit. Außer Einschuss-Snipen, ist okay. Weil da bringt der Kompensator absolut nichts. Aber das war's erstmal. Am Wochenende kommt nochmal ein Video über PUBG, also haltet die Ohren offen. Und viel Spaß mit dem Picknick-Song. Und abonniert Gilbert G. Oh!